Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Simon vom YouTube-Kanal The Bad Beard und heute habe ich für euch 5 kurze Tipps zum Titanfall 2 Multiplayer. Tipp Nummer 1. Spielt erstmal den Singleplayer durch. Klar, ist ein Video über Tipps zum Multiplayer, aber der Singleplayer hat auf jeden Fall was für sich, denn hier lernt ihr die einzelnen Titan-Loadouts zu Genüge kennen und könnt euch schon mal ein Gefühl dafür verschaffen, welches ihr am liebsten mögt und eben seid dann schon vorbereitet, die ganzen Fähigkeiten sinnvoll einzusetzen. Außerdem hat Titanfall natürlich ein bisschen anderes Feeling als sowas wie Call of Duty. Gerade das Momentum, Wallruns und Double Jumps und so ein Kram ist ja auf jeden Fall etwas anders als in anderen Shootern und die Kampagne integriert diese Sachen auf jeden Fall ziemlich gut. In der Story gibt es eine Menge Abschnitte, wo ihr den Wallrun in verschiedenen Puzzles einsetzen müsst. Das Ganze bringt euch aber nicht nur die Mechanik bei, sondern ist auch verdammt cool. Also ich empfehle euch auf jeden Fall, bevor ihr euch in den Multiplayer stürzt, mal den Singleplayer durchzuspielen. Tipp Nummer 2 baut so ein bisschen auf dieser ganzen Singleplayer-Vorbereitungsgeschichte auf. Ihr solltet definitiv lernen, das Momentum richtig zu benutzen, also den Wallrun zu machen, denn dabei baut ihr Geschwindigkeit auf, anders als in Call of Duty, wo man beim Wallrun dieselbe Geschwindigkeit beibehält. Kann man in Titanfall damit auf jeden Fall super schnell durch die Maps kommen. Genauso ist es mit dem Slide. Zum Beispiel so kleine Kniffe wie, dass ihr nach einem Wallrun einen Sprung machen könnt, ohne eure Geschwindigkeit zu verlieren. Wenn ihr den Double Jump aber macht, dann verliert ihr wieder Geschwindigkeit und so weiter. Sind auf jeden Fall Sachen, in die man sich am Anfang erstmal reinfühlen muss. Fakt ist, in Titanfall ist die Bewegung genauso wichtig wie das Aiming. Gerade im Multiplayer ist eine gute Positionierung hier ein wichtiger Teil des Erfolgs, wenn ihr zum Beispiel aus einer unerwarteten Position kommt und euren Gegner überraschen könnt. Wenn ihr tatsächlich nicht einfach nur auf dem Boden rumlauft, wie ich das viele Spieler machen sehe, seltsamerweise, sondern eben auch die Dächer und Vorsprünge, erhöhte Gebiete und so weiter benutzt, dann habt ihr nicht nur den anderen was voraus, die das nicht machen, sondern ihr kriegt auch eben einfach dieses Titanfall-Gefühl, was dieses Spiel so einzigartig macht. Die Maps sind eben auch genau dafür ausgelegt, sehr vertikal. Ihr könnt fast auf jedes Gebäude, was ihr seht, auch irgendwie hoch. Deshalb ist das auf jeden Fall eine der wichtigsten Sachen, an die ihr euch in Titanfall gewöhnen solltet. Tipp Nummer 3, Titankampf als Pilot. Der zweite Aspekt von Titanfall, mal abgesehen von dem ganzen Momentum als Pilot, ist natürlich der panzerartige Titan, den ihr dann irgendwann während dem Match holen könnt. Eure Gegner können dasselbe tun und ihr seid eben nicht immer in eurem eigenen Titan unterwegs, so dass ihr eben auch mal als Pilot gegen so ein Metallmonster antreten müsst. Als Pilot könnt ihr auf gegnerische Titans drauf springen, das nennt sich Rodeo. Hier ist der erste Tipp, das natürlich niemals frontal zu machen, denn der Titan kann euch einfach mit einem Angriff weghauen. Es gibt aber auch Möglichkeiten, wie ihr es dem Titan auf jeden Fall schwerer machen könnt. Eine der Pilotenklassen hat einen Cloak, mit dem ihr unsichtbar seid. Für Piloten seid ihr noch relativ gut zu erkennen, für Titans aber quasi unsichtbar. Das kann man gut zum Anpürschen benutzen. Außerdem könnt ihr zum Beispiel Arc-Granaten oder den Firestar, also diesen brennenden Shuriken, benutzen, um einen Titan tatsächlich zu blenden, sodass der euch eben nicht ankommen sieht. Wenn ihr es dann mal auf den Titan drauf geschafft habt, zählt ihr erstmal die Batterie hinten raus. Das ist eine feste Animation. Mit der Batterie springt ihr dann automatisch wieder vom Titan ab. Die könnt ihr dann später in euren eigenen Titan einsetzen und dem eben mehr Schild und so geben. Das Ganze könnt ihr aber auch für freundliche Titans machen, also einfach mal ein Rodeo bei einem Kollege im Team machen, der freut sich auf jeden Fall auch über so eine Batterie, wenn ihr gerade euren Titan nicht dabei habt. Wenn ihr aber dabei seid, so ein Rodeo-Kram zu machen, passiert es sehr häufig, dass die Titans ihre Antipilotenwaffe benutzen, den Elektrorauch. Sobald ihr das seht, solltet ihr sofort vom Titan abspringen, nicht es drauf anlegen, dann noch am Ende die Batterie rauszuziehen. Also wenn man Glück hat, gerade so schafft man es vielleicht, aber in den meisten Fällen stirbt man tatsächlich. Also sofort abspringen und dann wisst ihr aber auch, dass der Titan bei der nächsten Gelegenheit erstmal einen Cooldown hat, bis der wieder den Elektrosmoke machen kann, dann könnt ihr dann wieder draufspringen und sicher sein, dass er den nicht mehr zünden kann. Wenn ihr übrigens einen Titan Rodeo reitet, der schon keine Batterie mehr hat, dann werft ihr stattdessen in das Loch eine Granate und macht eine ganze Menge Schaden. Das könnt ihr übrigens so oft wiederholen, bis der Titan kaputt ist. Eine andere Sache, die es gibt, sind natürlich diese Anti-Titan-Waffen, diese schweren Waffen, die die Piloten dabei haben. Die sind aber nur sehr situationsabhängig. Ich benutze die persönlich nur, um Titans, die schon sehr weit runtergeschossen worden sind, wegzupicken und eben auszuschalten. Der größte Nachteil ist eben, dass der Titan dann relativ einfach sieht, wo ihr herkommt und dann seid ihr in den meisten Fällen recht schnell auch tot. Tipp Nummer 4. Ich habe eben die ganze Zeit ja davon geredet, dass Titanfall ein Spiel mit viel Momentum ist und so weiter, aber auf der anderen Seite kann es definitiv manchmal auch von Vorteil sein, ein bisschen langsamer vorzugehen und sich Zeit zu nehmen, gerade wenn man mit so einer Cloak-Klasse oder so unterwegs ist oder eben die Capture-Modi spielt. Als Sniper beispielsweise könnt ihr eben mit dem Momentum euch eine schöne Position suchen, wo ihr das Schlachtfeld gut überblickt und beispielsweise das Piloten-Loadout mit der
Partikelwand wählen, die euch eben vor Schaden schützt. So seid ihr dann auf jeden Fall extrem gefährlich für andere Spieler. Wenn man das Layout der Maps irgendwann mal wirklich so verinnerlicht hat, merkt man eben auch, an welchen Fenstern und so weiter immer Piloten stehen. Dann kennt man auch die Eingänge der Gebäude und kann eben hintenrum die Treppe hoch und den von hinten ganz einfach erledigen. Wenn sich da Gegner verschanzen, kann man so eben eine ganze Menge Kills auf einmal machen und seinen Titan zum Beispiel schneller bekommen und so weiter, wenn die eben an den Fenstern oben stehen und erwarten, dass ihr eben von oben ins Gebäude reinkommt und ihr dann eben stattdessen einfach den Hintereingang nehmt unten. Tipp Nummer 5 ist etwas, was ich viele Spieler sehr oft vergessen sehe. In den Hauptmodi von Titanfall, Attrition und Bounty Hunt geht es darum, natürlich gegen andere Piloten und von Spielern gesteuerte Titans zu überleben, aber der Punkt, wie ihr das Spiel gewinnt, ist das Killen von AI, also von CPU-Gegnern, die eben diese Maps bevölkern. Hier farmt ihr Punkte, um euren Titan schneller zu kriegen, um den gesamten Teampunktestand hochzukriegen und das Ganze natürlich viel schneller, indem ihr die ganze Zeit einfach nur versucht, irgendwelche Piloten oder Titans zu jagen. Wenn ihr gegen ein Team spielt, wo einige Leute das eben vergessen, dann ist es oft so, dass ihr wirklich leichtes Spiel habt. Vor allen Dingen, wenn irgendwo auf der Map halt gerade ein großer Kampf tobt und sich eben viele Spieler miteinander bekriegen und ihr dann einfach mal sagt, ich gehe jetzt mal in eine andere Ecke, wo gerade Mobs gespawnt sind, also AI-Gegner, und baller die alle ab, dann geht im Hintergrund euer Teamscore hoch und ihr gewinnt das Spiel relativ einfach. In den verschiedenen Modi gibt es natürlich unterschiedliche Gegnertypen, die unterschiedlich viele Punkte bringen. Alle sind sinnvoll umzulegen, eine Gruppe Grunts, einfach eine Granate reinwerfen, ein gegnerischer AI-Titan, der gibt sehr viele Punkte. Dann gibt es diese kleinen Titans, die geben auch eine ganze Menge Punkte und haben bei mir ganz oft Matches entschieden. Einfach immer mal ein bisschen daran denken, mit den AI-Gegnern aufzuräumen und dann seid ihr im 0,nix siegreich. Ja, und das waren auch schon meine 5 kurzen Tipps zum Titanfall-Multiplayer. Das sind einfach so Sachen, die ich eben viele Spieler vergessen sehe, so Kleinigkeiten, die aber diesem Spiel sehr eigen sind und Titanfall eben von anderen Shootern, wie zum Beispiel das diesjährige Call of Duty, abheben. Zu beiden Spielen übrigens, Titanfall 2 und Call of Duty Infinite Warfare, habe ich auch Tests hier auf meinem Kanal gemacht und die Games einfach mal ein bisschen beleuchtet für euch. Wenn ihr euch das anschauen wollt, sind jetzt hier Links. Ansonsten findet ihr auch weitere Reviews und so weiter auf meinem Kanal. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da mal reinschaut und natürlich, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Das war's aber mal wieder von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut. We'll be right back.